Willkommen zurück zu GTA 2. Und wir müssen die roten Missionen der Rednecks heute machen. Und die haben es in sich, kann ich euch sagen. Deswegen stand ich auch hier schon ein paar Minuten und habe ordentlich Molotow-Cocktails mitgenommen. 60 an der Zahl. Jo, das sind unsere Kumpel, die uns hier bereitgestellt werden, aber die brauchen wir nicht wirklich. Die sind uns eigentlich eher hinderlich. Hoppla, ah, passiert. Jo, was Ziel der Aufgabe? Ganz einfach, wir fahren zuerst ins SAS-Gebiet und müssen dort 5 Wagen der SAS zerstören. Und anschließend fahren wir ins Zabazio-Gebiet und müssen 5 Wagen der Zabazio zerstören. Willkürlich irgendwelche. Also nichts, was irgendwie sonderlich schwierig sein könnte, wenn man sich das erstmal so durch den Kopf gehen lässt, aber in gewisser Weise ist es dann doch schwierig, da wir nämlich natürlich dann auch wieder mit der Polizei, ja, in Bedrängnis kommen und da uns auch die SAS nicht sonderlich mögen und wir deswegen auf einen Streifen gehen müssen, wo nicht allzu viele von denen rumlungern. Jo, ich habe eine bestimmte Ecke ausgewählt, wo viele Fahrzeuge fahren, aber keine Passanten sind. Nämlich wieder hier unten. Und jetzt müssen wir hier warten, bis genügend Meteore, so heißen die Fahrzeuge, vorbeikommen. Okay, er hat mir sogar alles schon perfekt bereitgestellt. Da reicht ein Molotow-Cocktail. Jo, die Polizei findet das jetzt natürlich nicht so lustig. Wir bekommen, wenn wir ein Auto zerstören, mit Waffen direkt sofort einen Polizeikopf. Das lässt sich nicht vermeiden, aber einer geht ja recht schnell wieder weg. Ich werde einfach immer so lange warten, bis der weg ist und dann den nächsten Meteor schnappen. Das sollte wirklich nicht lange dauern. Passiert eigentlich irgendwas, wenn ich meine eigenen Leute hier töte? Die stören mich nämlich eigentlich mehr. Kein weiterer Meteor hier in Sicht. Das heißt, ich schnappe mir ein neues Auto. Zum Beispiel, ja, möglichst eins, wo wenig Leute reinpassen. Ich fahre mal eine Runde weg und komme dann wieder dann. Sollten da wieder neue Meteore rumstehen. Jo, der Verkehr läuft schon wieder. Obwohl das Auto hier noch steht, WTF. So, da, oh, ich war gerade ziemlich ruhig, ne? Das tut mir leid. Ich möchte eigentlich immer viel kommentieren. Aber das ist schon eine Mission, die in gewisser Weise auch fordert. Und hier ist zum Glück wieder so eine Lackierstation in der Nähe. Dort werde ich hinfahren und einfach das Auto umlackieren. Dann verschwinden die zwei Polizeiköpfe wieder. Ein SAS-Wagen brauchen wir noch. Da haben wir doch einen. Zack. Jo, jetzt geht's ins Gebiet der Zabazio und das mache ich alleine. Polizei ist auch schon wieder weg. Und dahinter gehen wir doch mal unseren Redneck-Freund. Denn wie gesagt, die stören eigentlich nur. Weil sie halt selber versuchen, manchmal die Autos zu zerstören. Und das sollen sie mal mich machen lassen, wa? Aber an sich ist diese Mission soweit machbar. Würde ich zumindest so sagen. Scheiße. Da bin ich zu spät weggefahren. Und nein, jetzt erinnere ich mich wieder an die
nächste Mission, die hier kommt. Ja, und das ist eine... Puh. Zweite rote Mission hatte sowas von in sich. Ich hoffe, dass es nur... Ja, hat es auch nur. Nur einen Wagen erwischt hat. Ja, also die nächste Mission, die wird echt sowas von epic. Es ist eine der schwersten im Spiel und ich würde auch sagen, insgesamt die schwerste, die es insgesamt in diesem Gebiet gibt. Ja, ein bisschen Angst habe ich schon vor. Denn ich glaube nicht, dass ich das beim ersten Mal schaffen werde. Na gut. Hier könnte ich natürlich auch die Z-Wagen schrotten, aber naja, mein eigener Wagen wäre nach 2 Minuten weg. Dann ist die Zabats jetzt nicht so unbedingt mögen. Wundert mich auch ein bisschen, dass hier so wenig Wagen von denen kommen. Normalerweise sind das Dutzende. Beziehungsweise man sieht eigentlich kaum was anderes in diesem Teil der Stadt. Aber gut, man muss es nehmen, wie es kommt. Wir hören die Sirenen, das heißt, lieber erstmal wegfahren. Ah. Scheiße. Hä? Unlogisch. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt immer noch die Polizei auf den Fersen habe. Denn ich habe die Mission doch eigentlich abgeschlossen, dann verschwinden die doch normalerweise. Naja. Gut, da bleibt nur noch eins. Flucht. Und Waffenwechsel. Ne, da ein Auto nehme ich mir nicht. Schöner Z-Wagen, das ist es doch. Jo, gut, ich würde sagen, dass wir uns gleich wiedersehen, denn ich werde erstmal speichern. Und dann sehen wir uns wieder an den roten Job-Missionen, die ich auf keinen Fall beim ersten Mal schaffen werde, weil ich da erstmal wieder reinkommen muss. Also, da sind die Fails vorprogrammiert und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Da bin ich wieder zurück zu GTA 2 und der letzten Mission. Verdammte Scheiße nochmal. Ich habe sie ganze 6 Mal bereits versucht und ich habe sie nicht geschafft. Zum Teil war es knapp, zum Teil aber auch nicht. Und mein Laptop spinnt und dann stürzt das Spiel ein paar Mal ab und mein Laptop fährt runter und dann steht jetzt, wurden Trojaner entfernt und ich bin so glücklich gerade, das glaubt mir gar nicht. So, bevor ich jetzt hier irgendwie weiter verbal ausfalle, würde ich vorschlagen, dass ihr am besten die Anmerkungen lest, die ich hier einführe, weil ich keinen Bock habe, hier nochmal dieses Let's Play weitere 12 Mal zu kommentieren. Also bitte lest die Anmerkung und ich bin ruhig und muss mich hier konzentrieren. Schwere Mission. Steht aber alles dabei. Ich bin jetzt ruhig. Bis dann.
Einer weniger. Fuck. 2-2 noch. Okay, da ist einer. Ma. Knapp. Knapp wird knapp. Scheiße. Ah, stirbt. Genug Munition, der geht weg. Weg, 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 weg. Yes, okay, jetzt hier noch überleben. Überleben, durchkommen. Yes, okay. Okay. Jetzt die Flucht. Weg, 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 weg. 1, Tisch. Deine Mami. Can't believe it! Geht weg. Ja, da irgendwo, irgendwo. Irgendwo da ist die Garage, irgendwo da bin ich gleich sicher. Jetzt seht mir ihr. Nein, 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 ihr Schweine, das ist nicht da drin. Das ist nicht da drin, wo ich gerade denke, wo es drin ist. Scheiße. Ja, ist klar, da ist man. Ja. Komm, wie soll ich das schaffen? Okay. Okay. Spur schafft, kein Verfolger. Ich schaff das, ich schaff das! OMG, oh. Ja! Yes! Yes! Okay, Leute, wir sehen uns im nächsten Part mit einer neuen Gang. Ich weiß noch nicht welche und oh, ich bin nicht glücklich. Wir sehen uns gleich. Wir sehen uns im nächsten Part. Was laber ich? Ist scheißegal, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.